Wenn du auf der Suche nach Objektiven zum Filmen bist, dann habe ich heute eine Alternative für dich, die im Vergleich zu vielen anderen Objektiven nicht nur relativ günstig ist, sondern fast schon den richtigen Sinne- oder Kinolook mitbringt, einen sehr, sehr weichen Fokusring hat und nahezu auf jede Kamera passt. Du glaubst mir nicht? Dann schau ins Video. Wenn du wöchentlich neue Videos rund um die Themen Foto und Film willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und drücke die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Stefan. Und wie ich begonnen habe zu filmen und wie ich mich intensiver mit der Thematik beschäftigt habe, ist mir eins ganz stark aufgefallen. Und das ist, dass die modernen, guten Objektive sehr teuer sind. Und du denkst dir jetzt sicher, boah, das ist aber eine Einsicht, auf die wäre ich nie selbst gekommen. Nein, aber die Einsicht hat mich dazu gebracht, dass ich weitergesucht habe, welche Alternativen gibt es so am Markt und wie kann ich sie für mich nutzen. Zusätzlich habe ich gesehen, dass die Profis oder Leute, die ziemlich viel filmen, meistens nicht auf den Autofokus zurückgreifen. Und das, obwohl die Systeme mit den modernen Kameras immer besser werden. Und ich habe eine Alternative gefunden, die für mich sehr, sehr gut passt und viele Vorteile mitbringt. Und das sind die analogen Objektive. Analoge Objektive sind Objektive aus der Filmära. Das heißt, wie tatsächlich noch auf Film fotografiert wurde, wie in analoge Kameras Filme eingelegt wurde, wie geknipst wurde, dann wurden die Bilder eingeschickt und irgendwann sind sie dann zurückgekommen und man sah erst die tatsächlichen Ergebnisse. Das Schöne an den Objektiven ist, dass sie im Laufe der Zeit immer günstiger geworden sind. Naja, nicht alle, da es einen Trend gibt und manche auch wieder teurer werden, aber generell schon günstiger wie früher. Nur weil die Objektive alt sind, heißt es aber nicht, dass die Qualität schlechter ist. Natürlich hängt das vom Zustand ab oder von der Reihe, wo sie produziert wurden oder auch vom Hersteller. Aber generell gibt es da sehr, sehr schöne Exemplare, die eine Bildqualität liefern, die den modernen Objektiven um fast nichts nachsteht und wahrscheinlich manche sogar besser sind wie moderne Objektive. Für Filmer darüber hinaus schön sind die Beschichtungen. Also im Laufe der Zeit sind die Beschichtungen immer besser geworden und die modernen Beschichtungen sind sehr gut. Es kommt bei vielen Objektiven zu fast keinen Lichtflecken oder Flares. Aber gerade beim Film und wer cinematisch oder im Kinolook filmen will, für den ist das schon ein großer Faktor. Und wenn man sich die Kinofilme ansieht, dann gibt es teils sogar anamorphe Objektive oder sehr viele Flares. Und genau das bringen diese analogen Objektive bereits von Haus aus mit. Die analogen Objektive sind klein, sie sind leicht und können nahezu auf jedes System adaptiert werden. Das kommt natürlich ein wenig auf das Auflagemaß an. Also der Adapter muss einen Abstand machen können. Bei Spiegelreflexkameras kann es sein, dass der Abstand zu gering ist und man nichts dazwischen bringt. Dann kann man das natürlich nicht adaptieren. In der Regel bei allen Systemkameras normalerweise schon. Gerade für Filme noch interessant ist, dass eine Setbildung möglich ist. Also das geht natürlich bei modernen Objektiven auch, aber da haben sich die Hersteller teilweise noch bemüht, dass die verschiedenen Objektive einer Reihe den gleichen Look haben und die Bildqualität, der Kontrast wurde versucht anzugleichen. Das heißt, das will man ja bei Filmen, man will, egal welches Objektiv man hat, man will den gleichen Bildlook. Und das bekommt man mit diesen analogen Objektiven meistens sehr schön hin oder zumindest mit manchen Reihen. Und der letzte Vorteil ist eher für die ganz professionellen Anwender. Man kann diese Objektive sehr, sehr gut mit Focus Gear ausstatten. Also hier mit Zahnrädern für den Fokusring oder auch für den Blendenring, damit man ein sogenanntes Follow-Focus-System installieren kann und zum Beispiel die Blende oder auch den Fokus weiter weg, also hier zum Beispiel auf einem Rig bedienen kann oder auch über Funk, wo es zum Beispiel separate Fokuspuller gibt, die nur dafür zuständig sind, den Fokus einzustellen. Natürlich haben die Objektive nicht nur Vorteile, sondern leider auch Nachteile. Und einer davon ist der manuelle Fokus. Der Fokusring ist zwar sehr geschmeidig und das Fokusziehen ist sehr, sehr gut möglich, aber
Es hat noch keinen Autofokus zu dieser Zeit gegeben. Und gerade bei schnellen Bewegungen kann das doch zu Problemen führen. Zusätzlich braucht man gerade als Anfänger doch relativ viel Übung, damit man mit dem manuellen Fokus umgehen kann und auch schöne Ergebnisse erzielen kann. Manche, und das ist jetzt bei denen, die ich dann gleich vorstelle, ist das nicht der Fall. Manche gibt es aber, die leider nicht so gut von der Bildqualität, von der Schärfe her sind. Also Kontrast und Schärfe war da noch nicht so gut entwickelt und deswegen ist das manchmal ein Problem bei den analogen Objektiven. Und genau die Schärfe war für mich auch der Grund, weiterzusuchen. Also ich habe am Anfang viel mit Pentax Super Tacoma 35 2.0 oder auch mit dem 50 1.4 experimentiert, aber auch das Helios M40 habe ich gerne verwendet. Nur es hat immer ein wenig was gefehlt und das war für mich dieses Vergleichbarkeit in der Schärfe mit modernen Objektiven. Und ich habe mich wieder auf die Suche gemacht und jetzt kommen wir zu meiner Empfehlung für Objektive zum Filmen. Das sind die Contax Zeiss Objektive. Die Contax Zeiss Objektive sind für analoge Spiegelreflexkameras gedacht gewesen, also für Filmkameras. Das Schöne daran, also Zeiss ist der Hersteller und sie wurden in Deutschland produziert, teilweise später dann auch in Japan, aber hauptsächlich in Deutschland, ist, dass die Verarbeitungsqualität wirklich top ist. Und Zeiss hat ja nicht nur jetzt Spiegelreflexkameras hergestellt, sondern Zeiss ist auch ein Top-Hersteller für Sinneobjektive. Also wer sich da ein wenig auskennt, kennt sicher die Superspeeds oder auch die Standards. Und zur gleichen Zeit haben sie auch für Hasselblad Mittelformat Objektive hergestellt. Also Zeiss hat definitiv gewusst, was sie machen und wie sie super Bildqualität erzeugen können. Und genau das Wissen ist in diese Contax Zeiss Objektive hineingeflossen und nicht zuletzt setzen auch viele professionelle Anwender auf die Contax Zeiss Spiegelreflexsysteme, also auf das analoge Objektiv hier, weil es eben sehr, sehr ähnlich ist zu den Superspeeds und der Preisunterschied aber doch gewaltig ist. Ebenfalls große Ähnlichkeiten hat Contax Zeiss die Objektive zu den neueren Objektiven von Zeiss, also den ZE oder ZF Objektiven. Und es sind zwar Fortschritte gemacht worden und die größten Fortschritte sind bei den Beschichtungen gemacht worden, also eben zum Beispiel wieder Lichtfleckenresistenz oder was es da sonst so gibt bei den Beschichtungen. Es gibt aber auch Objektive wie das 35mm, 50, 85mm 1.4 oder auch das tolle 21mm Blende 2.8, die haben sich fast nicht verändert. Also es sind Objektive dazugekommen, neue, manche sind aber zumindest von der Rechnung und auch von der Beschichtung her nicht so unterschiedlich zu den älteren Contax Zeiss Objektiven. Wem das jetzt zu viel Geschichte und Technik-Schnickschnack war, ich wollte einfach nur damit zeigen und sagen, die Qualität stimmt und die Bildqualität ist einfach nur top. Jeder, der diese Bildqualität bei neueren Objektiven sucht oder auch Sinneobjektive sich ansieht, der muss einfach deutlich mehr Geld und tiefer in die Taschen greifen, um sich so eine Bildqualität leisten zu können. Für ein Set zum Filmen, das man sagt, man ist vollständig und hat relativ viel, gibt man zwar schon Geld aus, aber im Vergleich zu modernen Objektiven nicht viel. Also ich habe hier zum Beispiel das 35mm Blende 2.8, dann habe ich das 50mm 1.4 und das 85mm 1.4 und habe ca. 700 bis 800 Euro gebraucht gezahlt. Also ich habe alles gebraucht gekauft, teilweise privat. Ich glaube, das hier auch vom Händler, also gebraucht vom Händler. Und ich muss sagen, es ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her einfach top. 800 Euro sind natürlich nicht wenig Geld, aber jetzt im Vergleich zu Sony Zeiss Objektiven, da bekommt man nicht mal eins drum. Und das Schöne, ich habe es vorher schon bei den Vorteilen der analogen Objektive erwähnt. Viele denken sich, okay, ja, die Beschichtungen, die sind ja jetzt besser. Aber eben diese Beschichtungen, die T-Stern, die auch bei den Sinne-Objektiven verwendet wurde, die ist wirklich toll, die erzeugt einen sehr neutralen Look, die Farben sind nicht übersättigt und auch nicht zu kontrastreich und man bekommt sehr, sehr schöne Flares. Also meiner Meinung nach ist das vom Look her und von der Qualität
kein Nachteil, sondern eher ein Vorteil, das für die älteren Objektive spricht. Von den Bezeichnungen her muss man ein wenig aufpassen. Also der Mount heißt CY und das steht für Contax Yashica, also C/Y. Und es gibt da andere Varianten, teilweise Mittelformat Sucherkameras mit Zusätzen von 645 GN. Sowas sollte man eher nicht nehmen. Also das RTS-System, so heißen dann die Spiegelreflexkameras, das ist das Richtige und genau nach denen mit CY-Mount sollte man Ausschau halten. Es gibt hier innerhalb der Reihe leichte Unterschiede und meiner Meinung nach ist es das Beste, wenn man am Gebrauchtmarkt nachsieht. Also in Österreich zum Beispiel auf Willhaben, in Deutschland auf eBay Kleinanzeigen. Aber ich verlinke euch jetzt auch ein paar Händler, wo ich gebraucht schon was gekauft habe und wo ich gute Erfahrungen gemacht habe. Wie schon erwähnt, funktioniert das Adaptieren auf nahezu allen Systemkameras. Bei Spiegelreflexkameras müsste man eben schauen. Man braucht aber allerdings einen Adapter und ich habe hier zum Beispiel einen Adapter von Photodiox, der ist jetzt nicht so teuer, es ist aber auch, er hat leicht Spiel, bei manchen Objektiven ist besser, beim 50 und 35 ist besser, das 85 ist größer und man merkt, wenn man hier dreht, dann hat man ein leichtes Spiel. Er ist aber auch im Vergleich jetzt zum Beispiel zu dem Novoflex Adapter relativ günstig. Der hat super Fertigungstoleranzen, der sitzt bei jedem Objektiv, der sitzt an der Kamera ohne Spiel und es fühlt sich wirklich hochwertig an. Wer in die professionelle Richtung geht, wer mehr draus machen will, dem stört das vielleicht, wenn es ein wenig wackelt. Zum Probieren und Beginnen reicht sicher auch dieser Adapter, da würde ich nicht unbedingt gleich den teuren kaufen. Was noch anzumerken ist, ist, dass die weitwinkligen Objektive noch relativ teuer sind. Also die längeren, das geht, aber jetzt zum Beispiel das 21mm, das eine super Bildqualität liefert, ist doch noch relativ teuer. Also weitwinklig ist ein Problem, wenn es länger wird, ist besser und auch wenn die Brennweite nach oben geht, ist es besser. Ich verlinke euch da ein Forum, wo jemand alle Linsen eigentlich, ich weiß nicht, ob er sie probiert hat, aber es gibt zumindest eine Einschätzung, was die Linse gut kann, was sie schlecht kann und auch wie man sie am besten kombinieren könnte. Das kommt dann in die Infobox. Wenn du gerne mehr von diesen Videos sehen würdest, dann lass mich das in den Kommentaren wissen. Sag mir, was hat dir dran gefallen, wo würdest du gerne mehr sehen oder was kann ich vielleicht besser machen? Wenn dir aber das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und unseren Kanal abonnierst. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!